Das Thema künstliche Intelligenz ist in aller Munde, spätestens seit es den Hype um ChatGPT gibt. Welchen Nutzen Investoren aus diesem Trend ziehen können, das wollen wir jetzt besprechen mit Fondsberater Christoph Gummis, Geschäftsführer der Private Alpha Germany GmbH. Schön, dass Sie da sind, hier auf dem Parkett der Börse Frankfurt. Nun ist ja KI nicht wirklich ein neues Thema. Ich erinnere mich, wir haben uns auch schon mal zum Interview getroffen, haben das auch schon mal besprochen. Aber jetzt überschlagen sich die Medien eben wegen ChatGPT. Was hat sich verändert? Was ist wirklich neu? Ja, ich glaube, das ganz Entscheidende ist, dass es im Massenmarkt jetzt angekommen ist. Sie haben es angesprochen, ChatGPT ist im November letzten Jahres publik geworden und hat in 5 Tagen 1 Million Nutzer generiert. Facebook hat 5 Monate dafür gebraucht, Instagram 4 Monate. Und in 5 Monaten haben sie 500 Millionen Nutzer generiert. Das ist absolut einmalig, was passiert. Und man merkt, diese Modelle kommen jetzt in den Massenmarkt. Ja. Und viele haben uns belächelt, wo wir 2017 mit dieser Idee KI im Finanzbereich Modelle aufzubauen. Und jetzt merkt man, jetzt sind diese Modelle da. Es hat natürlich eine Zeit gebraucht, bis diese Modelle in den Markt kommen. Aber jetzt sind sie da und jeder sieht den Nutzen. ChatGPT spart Zeit. Man stellt eine Frage, man bekommt eine schlaue Antwort, man spart Zeit und es geht natürlich weiter. Es kommen ganz viele neue Modelle und das Zeitalter der generativen KI hat jetzt begonnen und das sind unglaubliche Chancen, die wir als Investoren da haben. Viele sagen auch, das ist der iPhone-Moment der KI, den wir da gerade erleben. Wie nutzen Sie denn jetzt künstliche Intelligenz in Ihrer Unternehmung? Es ist ein iPhone-Moment, wo Steve Jobs sich 2007 hingestellt hat und hat gesagt, das ist das iPhone. Habe ich noch ein Nokia-Handy in der Hand gehabt und ein Jahr später war Nokia vom Markt und das iPhone hat die Welt erobert. Und das Gleiche passiert jetzt auch mit KI-Systemen. Und wir haben 6 Jahre Erfahrung. Wir haben das KI-System Cäsar aufgebaut, mit dem wir die Finanzmärkte analysieren. Und Cäsar nutzt eben diese Rechenleistung, Der entscheidende Unterschied, warum KI-Systeme jetzt so effizient sind, ist Rechenleistung. Rechenleistung hat sich in den letzten Jahren nicht mehr wie bei Moore. Das Moore'sche Gesetz war ja, alle 2 Jahre verdoppelt sich die Rechenleistung. Seit Nvidia die neuen GPU-Systeme hat, haben wir eine Versechsfachung gesehen von vor 2 Jahren auf dieses Jahr. Und vor 3 Wochen war die neue Entwicklerkonferenz und der Jensen Huang, der CEO von Nvidia, hat wieder eine Vervierfachung von Rechenleistung für dieses Jahr angekündigt. Und darum ist ChatGPT oder alle Modelle jetzt so effizient, weil sie in Sekunden Analysen liefern und nicht mehr eben Stunden brauchen. Und das ist Rechenleistung und das nutzen wir. Wir sind Microsoft-Partner in der Schweiz, wir sind auf der Azure Cloud. Wir nutzen diese Rechenleistung, um unsere Modelle immer schneller zu machen, um diesen Selbstlerneffekt immer effizienter zu nutzen. Erzählen Sie uns mehr über Cäsar. Sie haben jetzt die enorme Schnelligkeit angesprochen. Wie können Investoren jetzt von diesem Modell profitieren? Wir haben 2 Elemente aufgebaut mit Cäsar. Wir sind einer der führenden Anbieter von Research. Also Cäsar ist ein Analyst. Wir schätzen ungefähr 500 Analysten rein von der Rechenleistung und wir haben damit Research Reports und viele Vermögensverwalter und Family Offices nutzen dieses Research. Wir bieten einen täglichen Risikobericht an. Unsere Kunden bekommen jeden Tag um 9 Uhr einen KI-optimierten Report, völlig automatisiert, um das Drawdown, um die Verlustwahrscheinlichkeit im Markt abzuschätzen. Ähnlich wie der CNN Fear and Greed Index auf KI-Basis. Wir haben einen Wochenreport. Cäsar wählt aus 3000 Aktien jede Woche die beste Value und die beste Growth-Aktie aus, als Ideen für Vermögensverwalter. Und einmal im Monat gibt es ein Komplett-Update. Und was wir zusätzlich noch machen, ist Sonder-Updates. Also unsere Vermögensverwalter bekommen immer, wenn es brennt an der Börse, aka Bankenkrise in Amerika, Disinflation, Inflation, Sonderupdates von uns, um immer top aktuell informiert zu sein. Und als zweites Standbein haben wir all dieses Know-how in ein ganz neues Fondskonzept verpackt mit unseren Partnern Hansa Invest und Donna Reuschel und haben es letztes Jahr auf den Markt gebracht. Heißt Top 25 Equity Fonds, wenn ich das richtig gesehen habe. Der Investment Horizont ist der Nasdaq 100 Index, konzentriert sich da genau drauf. Mit welcher Motivation der Nasdaq 100? Nach 6 Jahren Entwicklung, vielen Erfahrungen, haben wir unser zweites Fondskonzept gestartet, den Top 25 Equities Fonds. Und Sie haben es angesprochen, er selektiert immer aus dem Nasdaq 100, der die führenden 100 Technologiefirmen der Welt vereint, die besten 25. Und die Zuhörer können es am Chart jetzt sehen,
Wir haben nochmal aufgezeigt, welcher Index ist eigentlich der führende Index von der Rendite in den letzten 12 Jahren. Der Eurostock bringt 2,6%, der DAX 7%, der Nasdaq bringt 15,2%. Dort wollen wir investiert sein. Und jetzt kommt die nächste Innovationswelle mit KI-Systemen, die primär im Nasdaq 100 einschlägt. Stellen Sie sich vor, Microsoft hat 2 Milliarden Office-Nutzer. Die verlangen jetzt $5 mehr für die GPT-Modelle, wo in Word, Excel und PowerPoint. 2 Milliarden Nutzer mit $5 mehr wird die Umsatzbasis von Microsoft in den nächsten Jahren beschleunigen. 200 AI-Applikationen, wo bei Nasdaq 100 Firmen jetzt entwickelt werden, werden die Umsätze von den Nasdaq 100 Firmen weiter antreiben. Das ist eine wahnsinnige Chance, die wir als Investoren haben. Und mit unserem Konzept kann man jetzt in diese Innovation investieren und die besten Nasdaq 100 Werte, die 25 besten, im Fondskonzept kaufen. Spürt man förmlich Ihren Enthusiasmus, wenn Sie uns das erklären. Sie sind ja auch seit vielen Jahren unterwegs als einer der führenden KI-Experten der deutschen Finanzbranche im ganzen Land. Worauf fokussieren Sie sich dabei? Ich bin ein Kind des neuen Marktes. Das war hier auch eine heiße Zeit auf dem Parkett. Es war ein unglaublicher Boom, der Internetboom. Und das Gleiche sehen wir jetzt in den nächsten Monaten und Jahren mit KI-Systemen. Es gibt führende Forscher vom Fraunhofer-Institut, die eben sagen, die nächsten 5 Jahren werden die schnellst wachsende Umsatzmultiplikation sehen in Technologiefirmen. Und ich bin oft eingeladen, ich bin von Bad Reichenhall bis Flensburg, von Zürich bis Wien auf Veranstaltungen und werde genau zu diesen Themen jetzt gefragt, als Experte mit sechs Jahren Erfahrung. Und es ist wirklich eine einmalige Chance für alle Investoren, diesen Trend jetzt zu nutzen. Da muss man sich jetzt positionieren. Man sieht es, die amerikanischen Investoren kaufen sich in die führenden Technologiegesellschaften ein. Da draußen ist sehr viel Angst, Inflation, Krieg, die Börsen sind sehr, sehr stark schwankend. Der Nasdaq bietet momentan auf einer Umsatzbasis einen 20-prozentigen Discount. Also diese Krise, die wir jetzt sind, ist unserer Meinung nach eine Chance. Und alle Vermögensverwalter, die KI und das Thema generative KI für Ihre Kunden spielen wollen, können sich gerne bei uns melden. Ich bin, wie gesagt, viel unterwegs, aber immer noch Zeit auch für Veranstaltungen. Es ist jetzt das Thema und es geht es zu nutzen. Jeder Investor hat die Chance. Also ChatGPT, künstliche Intelligenz bei der Geldanlage, erläutert hier von Christoph Gumm von Private Alpha auf dem Parkett der Börse Frankfurt. Danke Ihnen ganz herzlich, alles Gute für Sie. Danke.